Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zur kleinen Gruppenbastelei. Ich durfte ja das letzte Thema aussuchen, leider habe ich vergessen gehabt, das im Video zu sagen, aber ich hatte es dann noch in die Infobox geschrieben. Und zwar war das Thema Neujahrswünsche. Verwendet habe ich dieses Paper Pad Pack, weil ich fand, dass dieses glänzende Gold-Silber gut zu Silvester passt. Und ich habe zwei kleine Boxen gemacht, als kleinen Silvestergruß sozusagen. Und zwar habe ich einmal die hier gemacht. Verwendet habe ich Digi-Stamps von Pepperkuss Design. Da ist einmal der niedliche Hamster, der hier so eine Wunderkerze in der Hand hält. Dann habe ich die Seiten, da habe ich halt dieses Papier mit dekoriert. Auf der Rückseite habe ich Happy New Year gestempelt. Das ist einmal die und dann habe ich die nochmal in Weiß gemacht. Das ist eine Schnecke, die hat hier gerade ein Sektglas in der Hand zum Anstoßen und die Uhr auf dem Schneckenhaus zeigt 5:12 Uhr. Genau, Happy New Year. Also die sind beide genau gleich aufgebaut. Und genau, wenn man die, die sind hier so, Entschuldigung, jetzt bin ich ans Stativ gestoßen. Und dann kann man die hier so öffnen. Und dann habe ich zweimal, einfach Lindschokolade reingetan. Aber die normalen roten, jetzt gibt es ja irgendwie so neue Farben noch. Hier einmal eine dunkle. Und ich fand den Verschluss mit dem Schmetterling eigentlich auch ganz passend. Einmal die. Genau, das ist hier ist genauso. Die Stanz habe ich mir nicht gerade neu geholt und die wollte ich auch direkt mal ausprobieren. Und ich fand das für Silvester auch mal eine ganz nette Idee, so eine Box mit was Süßem drin. Ja, das war. Die geht leider ziemlich schwer zu, weil das hier irgendwie ein bisschen zu stramm ist. So. Genau. Das war mein kleiner Beitrag. Als nächstes ist, glaube ich, die Sandy dran mit einem neuen Video. Schaut also auch bei ihr und bei den anderen mit rein. Und ja, dann wünsche ich euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.